Hallo, willkommen zurück zu Far Cry Primal, Folge 13 mittlerweile schon. Ich werd verrückt. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Dorf ausgebaut, wie man sehen kann. Und es wächst und gedeiht und ich freue mir sowas von. Ist übrigens eine neue Aufnahmesession. Ich habe jetzt so 2-3 Tage Päuschen gemacht, nachdem Folge 4, glaube ich, veröffentlicht worden ist. Nehme ich das wieder auf. Ja, wir haben, ich weiß gar nicht mehr, was wollten wir denn, ich muss sagen, ich bin ein bisschen raus, ich muss mal gucken, was wollten wir denn machen? Wollten wir Story weitermachen oder wollten wir, okay, da ist nochmal ein Lagerfeuer, ich weiß gar nicht mehr, was wollten wir denn machen? Schwierigkeitsgrad leicht, das ist ein Außenposten. Ob wir den vielleicht mal versuchen einzunehmen? Ich mach da mal einen Wegpunkt hin. Dann gehen wir mal dahin. Und dann schauen wir mal, ach ja, stimmt, wir haben ja unseren kleinen Timmy. Ich nenne ihn jetzt einfach Timmy, so wie ich es in der letzten Folge schon gesagt hatte. Ja, für euch spielt das ja keine Rolle, ob jetzt ich 2 Tage später aufnehme. Für euch knüpfen die Folgen ja nahtlos aneinander an. Und was wollte ich sagen, genau. Ich hatte den Namen ja von unserem kleinen Fifikus, vergessen, deswegen habe ich ihn einfach mal Timmy getauft jetzt. Timmy! Und wir bewegen uns jetzt einfach mal in Richtung... Ah, da ist er ja schon. Hey! Timmy! Ja, du bist ein Entweiner. Ja, ganz brav. Ja, fein. Wir müssen natürlich gucken, dass wir uns auch demnächst mal vielleicht ein paar andere... ein paar andere Tiere... zähmen. Jetzt werden wir uns erstmal in Richtung Lager nähern, dass wir da das Lager einnehmen. Oh, guck mal, ein Schilf. Nehme ich mit. So. Noch ist es sehr still. Ich habe so ein bisschen... Ach ja, wir haben ja geschlafen gehabt, ne? Stimmt. In der letzten Folge hatte ich mich, glaube ich, schlafen gelegen. Da war die Folge vorbei. Guck mal, hier ist noch mal ein bisschen Schilf. Nicht Schilf, Schiefer. Cosma Schiefer. Vor allen Dingen. So. Dann schauen wir mal. Die alte Cosma Schiefer. Uah. Ich geh einfach mal straight hier lang. Ich bin ganz schön mutig, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wo ist der Weg? Ach, der Wegpunkt ist da unten. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie war denn das nochmal mit dem... Ah ja, und dann R1, ne? Genau. Wie gesagt, wenn man so ein paar Tage nicht gespielt hat, dann kann das schon einem Freude bereiten. Wenn man nicht weiß mehr, wie die Steuerung geht. So. Mittlerweile habe ich auch so ein paar Teste, ein paar Testwertungen von Far Cry Primal, gelesen und mir angesehen und ja, sind eigentlich alle sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel. Welche Bestie? Welche Bestie? Wo denn? Ich sehe überhaupt keine... Wo ist denn hier eine Bestie? Ach, da hinten. Das ist, glaube ich, ein Bär, ne? Kann das sein? Vielleicht sollten wir da mal außen rumgehen, um nicht da direkt ins Mittelfeld zu geraten. Ja, die Testwertung. Okay, wir müssen da lang. Ja, sind alle sehr zufrieden, was halt so ein bisschen der kleine Kritikpunkt ist. Oder beziehungsweise, was ein guter Punkt ist, ist zum Beispiel, dass die Story... eher in den Hintergrund rückt. Und mehr so das... Oh nein, unser Dings ist tot. Nein. Nein! Nein! Unser Timmy ist gestorben. Fuck. Und wir sind auch gestorben. So, was wollte ich sagen? Achso, genau. Dass die Story so im Hintergrund rückt und mehr so das Spielerlebnis, was ein sehr guter Punkt ist. Und, nein, ich will nicht die Eule rufen. Verdammt. Nein. Ich will... Wie rufe ich denn... Wie war das denn nochmal mit Timmy rufen? Hä? Habe ich doch vorhin gemacht? Wie war denn das nochmal? Nein. Verdammt, wie habe ich denn nochmal Timmy gerufen? Warte mal. Hä? Wieso kann ich denn meine Bestie nicht rufen? Ich will
Ach, die ist gestorben. Ach so. Man muss sie erst wiederbeleben. Ah, okay, alles klar. Ja, ich komme nie dazu, was ich eigentlich sagen wollte. Genau, wie gesagt, die Story rückt in den Hintergrund und das Spielerlebnis mehr im Vordergrund, was der Serie wirklich sehr, sehr gut tut und was das Setting auch angeht. Sehr bezaubernd ist, ich will hier weg. Geh weg. Und, ja, da hat Far Cry Primal echt Pluspunkte gesammelt. Was so ein bisschen zum Nachteil ist, was ich wohl gehört habe, gelesen habe und gesehen habe, ist wohl, dass halt... Ja, es halt eigentlich immer so im Prinzip dasselbe wäre hier, wenn man es spielt. Also halt farmen, paar Missionen machen. Entschuldigung. Hier, für dich, Timmy. Ganz fein gemacht. Ja, und das soll wohl so ein großer Kritikpunkt sein. Oh Mann. Okay, hier kommen wir nicht runter. Wir müssen aber runter. Jetzt frage ich mich nur gerade, ist das so eine... ist das so eine gute Idee? Ich glaube nicht. Okay, wir müssen doch einen anderen Weg finden. Weil hier komme ich so nicht runter. Ja, aber mein Gott, ich meine... Ja, wenn man sich richtig eintaucht ins Spielerlebnis hier... Ich versuche mal hier runterzukommen. Dann, glaube ich, kann man sehr, sehr viel Spaß haben. Also wäre hier eine große Story... Erwarte! Ja. Große Story erwartet. Der ist, glaube ich, hier fehl am Platz. Nein, ich will nicht da ins Menü, sondern ich möchte gern... Okay. Survival! Bleib stehen, du Ziege! So. Entschuldigung, ich musste mal die Ziege erledigen. Habe ich gerade so Bock drauf gehabt. So. Wo sind wir denn? Oh, oh. Oh, 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 da sind Gegner. Oh mein Gott, das sind Gegner. Und das Schlimme dabei ist, sie haben eine Geisel. Wir könnten jetzt einen Bewohner wieder retten. Wo will er hin? Na! Das gibt's nicht. Los, greif ihn an! Los, Timmy! Sehr schön, Timmy. Brav machst du das. Ja, fein. Bestienkill. Sehr schön. So, damit haben wir wieder einen neuen... Befreie die übrigen. Wenn ja, das kriegen wir hin. Mein Gott, gibt wieder so viel zu tun zwischendurch. Das ist unfassbar. Ist ja unglaublich. Ja, 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 ja. Ja, gerne doch. So, wo ist denn jetzt unser... Was ist los, Timmy? Alles gut. Ja, du hast das ganz fein gemacht. Ich frage mich gerade, wo unser Wegpunkt mal wieder hin ist. Ist der mal wieder verschwunden? Oder bin ich... Man sieht den Wegpunkt aber auch so schlecht. Ach, da unten ist er. Da, den sieht man sehr gut. Mhm. Heller Wegpunkt auf hellem Hintergrund. Ist ganz interessant. Guck mal, da taucht er auf. Alter, das geht gar nicht. Das ist... Boah, da muss aber echt Ubisoft noch mal ein bisschen dran arbeiten und sowas. Das geht gar nicht. Ich rutsch mal hier runter. Hui. Hier ist schon wieder andere... Ureinwohner. Da ist schon wieder Cosma Shiva. Ich glaube, ich wurde gerade gesehen. Tasche für Shiva ist fast voll. Ja. Die Cosma Shiva ist schon wieder voll. Okay, so langsam wird der Witz alt. So. Okay, wir müssen mal zusehen, dass wir demnächst auch mal den Dings bekommen. Den Enterhaken, weil der scheint hier sehr, sehr wichtig zu sein an einigen Klippen. Ich bin ganz schön mutig, dass ich hier einfach mal so... Dass ich einfach mal hier so runterrutsche. Hier ist wieder ein bisschen Alderholz. Und ich glaube, wir nähern uns so langsam den Dorf. Was ist das für ein Tier? Hallo? Ich glaube, hier sind wir richtig.
Ja, durch das Dickicht. Ich werde jetzt erstmal unseren... Nein! Was mache ich denn? Nein! Unsere Eule rufen, um so ein bisschen die Lage zu checken. Ich hoffe, wir werden natürlich nicht gesehen. Okay, da haben wir jetzt schon mal zwei Gegner markiert. Ja, das ist schon mal sehr schön. Das werden aber doch mehr sein, oder? Wollte ich gerade sagen. Das sind doch mehr. Ja. Okay, das scheinen vier Gegner zu sein, so wie es aussieht. Und ich höre hier oben auch welche. Was ist los, Timmy? Was ist los? Hm? Da liegt schon wieder Schiefer. Ich versuche mal hier, obwohl hier ist eigentlich ein guter Punkt, aber wir kommen nicht von... Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie rüberkommen. Deswegen werde ich mal versuchen. Ich glaube, Timmy hat gerade schon wieder Pipi gemacht. Pipi. Hui. Wir müssen nämlich dieses Dorf einnehmen und so ein bisschen... Ja... uns zu erweitern, auch mit der Karte, wo wir überall hingehen dürfen, ohne angegriffen zu werden. Ich frage mich, ob das hier in dem Far Cry Teil auch so ist, so wie in den anderen Teilen, dass da so Patrouillen fahren. Bei den anderen Far Cry Teilen war es immer so, wenn man ein Gebiet geklärt hat, fuhren da die eigenen Leute rum. Ich weiß nicht, wie das hier ist, ob das hier auch wieder so ist. 3, 4, 5. Ich glaube, da ist sogar ein... Ist das ein Tier da hinten? Das... Nee. Ach, da trommelt... Da... Was ist denn hier los? Was ist los, Timmy? Was ist los, Timmy? Was siehst du denn da? Da ist doch nichts im Busch. Okay, wir können versuchen, rechts... Außenposten. Außenposten sind feindliche Lager, die von verfeindeten Stämmen kontrolliert werden. Erobere sie alle, um Oras zu einem sicheren Ort für die Venya zu machen. Eroberte Außenposten können als Schnellreiseziel im Kartenmenü ausgewählt werden. Sie geben dir Zugriff auf Belohnungslager und mehr Dorfbewohner schließen sich an. Nach der Eroberung eines Außenpostens werden die Rohstoffe des Feindes in dein Belohnungslager geschickt. Du kannst damit die Hütte in deinem Dorf verbessern. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Ja, die Eule brauche ich nicht, das habe ich schon getan. Aber danke für den Tipp, liebes Spiel. Kapal Außenposten. Muah. Ich versuche mal hier irgendwie, komme ich irgendwie hier ungesehen dran vorbei? Vielleicht irgendwie da lang? Ich glaube auch, dass dieses Let's Play, glaube ich, das wird eins der längsten Let's Plays, glaube ich. Also wir werden hier, glaube ich, sehr viel Zeit verbringen. Denke ich mal. Das wird ganz schön... Wer brüllt denn hier? So, dann schauen wir doch mal. Okay, da ist jemand, der... Wird von den anderen aber nicht gesehen, ne? Okay, der ist, glaube ich, ungesehen. Das heißt, den könnten wir ausschalten. Den müssen wir aber genau treffen. Ich versuche mal von hier. So, der ist schon mal weg. Das heißt, da waren es nur noch 4. Da hinten ist auch noch jemand irgendwie am Sitzen. In der Höhle. Hauptsache, er trommelt erstmal weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Nee, ich will da besser jetzt keine Befehle geben, weil das gibt Krach. Momentan. Ich will jetzt erstmal den Trommler ausschalten. Den Trommler... Trommler von Monte Cristo. So, der trommelt nicht mehr. Der hat das letzte Mal getrommelt. Ich frage mich gerade... Das sind nur noch die 3, ne, oder? Oder ist da auch noch... Da ist auch noch jemand drin. Verdammt. Den habe ich gar nicht gesehen. Da sind Tier... Da ist, glaube ich, ein Tier drin. Das heißt natürlich, wir werden jetzt erstmal den hier ausschalten. Wenn ich ihn natürlich treffe... Mit Kopfschuss.
Ja. Was macht er da? Okay. Der geht baden. Kriege ich den denn? Den kriege ich nicht getroffen. Das heißt, ich muss versuchen, den irgendwie auszuschalten von unten. Ich hoffe natürlich, in den anderen Hütten ist niemand. Weil die anderen beiden sehen uns anscheinend nicht von hier oben. Komme ich hier runter? Ich versuche mal mein Glück. Ob das so eine gute Idee war? Doch, war. War es. Okay, wenn wir mal die Keule nehmen. Ganz gewieft. Können wir ihm auch sagen, also Timmy? 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 Ach mein Gott, dämlicher Köter. So, kann man dem nicht sagen, der soll irgendwie, warte mal, wegschicken. Ich schicke ihn mal weg. Timmy, geh mal weg. Ich will das gerade mal alleine probieren. Ich weiß, ich kriege auch EP-Belohnung und so wegen Bestien töten. Ich weiß, ich weiß. Aber ist ja nicht so schlimm. So, hier drin ist auf jeden Fall, in der Hütte ist noch jemand. Ich hatte mir sagen lassen, wegen dem Takedown R3 war das ganz am Anfang des Spiels. Aber irgendwie hat das beim letzten Mal nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Ich schaue nochmal eben schnell in die Einstellung. Warte mal. Steuerung. Steuerung Schema. Halten. Takedown drücken. Ach, einmal nur drücken ist der Takedown R3. Okay, alles klar. Dann bin ich ja mal gespannt. Komme ich hier anders in die Hütte rein? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hoffe, der sieht uns nicht. Isila. Der sieht uns. 100%ig wird er uns sehen. Der wird uns sehen. Gibt es denn da noch eine andere Möglichkeit, in die Hütte reinzukommen? Komme ich irgendwie? Okay, so schon mal nicht. Der wird uns sehen, wenn wir rumgehen. Okay. Okay, ich probiere das einfach mal. Oder ich schalte ihn einfach mit dem Bogen aus. Gucken wir mal. Wenn er den Kopf natürlich stillhält. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo? Scheiße, die anderen haben uns auch gehört. Verdammt. Mist. Wo ist der andere? Ah, der steht da hinten. Komm, ich hab deinen Kollegen hier liegen. Guck mal hier. Oh, oh, ciao. Gucken, ob der Wolf irgendwas macht. Aua. Ach, der schießt mit dem Bogen, verdammt. Ich hoffe, der Wolf greift nicht uns an, sondern auch den anderen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Warte mal, yeah, das war ein Headshot. Außenposten erobert, 1 von 15 Anspruch, 15 Stück, oh, noch 14, alter Schwede, alter Verwalter. Neue Rohstoffe wurden ins Lager beantragt oder beziehungsweise hinzugefügt. Okay, dann gehört dieser Außenposten uns jetzt. Ich bin mal ein bisschen hier die, wenn ich schaffe, die Pfeile nochmal einsammeln. Guck mal, da kommen schon die Venya. Wie geil. Takar. Ja. Warum habt ihr so dunkle Gesichter? Das ist, ja, ich, ihr wisst ganz genau, was ich jetzt tue. Das ist, ich fasse es einfach nicht, dass es nicht speichert. Dass ich es manchmal ein bisschen heller einstelle. Na, jetzt sieht man wen. Schieß auf ihn! Guck mal, was der abhaut. Jawohl. Ich glaube, wir haben ihn. Sehr schön. Dreimal Fleisch.
kann man eben was essen. So. Ja, wunderbar. Dann haben wir diesen Außenposten hier im Bereich. Haben wir hier frei. Da ist ein Tapir, da ist ein Dachs. Guck mal an, die Karte schon wieder ein bisschen erweitert. So, ich würde sagen, wir machen als nächstes, machen wir mal... Wo gehen wir denn als nächstes mal hin? Das ist schwierig. Vielleicht machen wir mal... Sailors Hütte. Ich glaube, wir machen mal hier eine Mission weiter. Rede mit Tensei. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay, ich mache jetzt trotzdem mal die Schnellreise. Weil dann geht das doch ein bisschen flotter. Und ja. Ja, mein Gott, haben wir den ersten Außenposten erledigt. Wie geil ist das denn? Den Timmy haben wir natürlich weggeschickt. Den müssen wir demnächst wieder rufen. Und ja, dann werden wir mal mit Hochfuß. Dieser dämliche Wegpunkt immer, dass der nicht weggeht, verstehe ich nicht. Da werden wir mal mit Tensei reden, den Schamanen. Und werden mal schauen, was der uns so zu erzählen hat. Hey, Tensei. Hallo? Schrasch, schrasch. Bau Schaugas. Winja Jisu Dijam. Ma Samquai Dausa. Was für ein Ding? Daiwa Damshi. Hakrapi Shaiyu Kwayaka. Ah, unser Medizinmann braucht eine Hütte. Ja, dann schauen wir mal. Können wir sogar bauen. Wir bauen Tenseis Hütte noch. Das machen wir noch in der Folge. Ja. Und dass sich freut. Ja, 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 ja. Dakar. Dakar. Jawohl, verbessert. Mission Tensei der Schamanen. Schamanfähigkeiten und 1500 XP haben wir bekommen für Tenseis Hütte. Jawohl. Und 37 in der Bevölkerung jetzt. Alter Schwede. Es wächst und gedeiht hier unser Dörfchen. Rede mit Zeila. Ja, ich würde sagen, wir reden mit Zeila in der nächsten Folge und dann schaltet ihr wieder fleißig ein bei Let's Play Far Cry und bis denne. Ciao, ciao.